Zum zweiten Mal findet heuer in Graz das sogenannte Intakt-Festival statt. Ein Tanz-, Kultur- und Theaterfestival, das beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Menschen zusammenbringen soll. Zum Auftakt gab es gestern im Grazer Schauspielhaus ein Stück der Wiener Ich bin okay Dance Company. Die Ich bin okay Dance Company besteht aus 11 Tänzerinnen und Tänzern. Und es geht in ihrer Arbeit immer um das Miteinander, egal ob beeinträchtigt oder nicht. Zum Beispiel, ich lerne auch jeden Tag von meinen Tänzern dazu. Ich bin teilweise manchmal chaotisch, muss ich ehrlich zugeben. Und ich lerne einfach diese Ruhe, diese Genauigkeit, Freude, Selbstbewusstsein, Stärkung. Man lernt Disziplin, das ist gerne beim Tanzen so. In ihrer Performance Kein Stück Liebe thematisieren die Tänzer die Ängste vor Flüchtlingen, anderen und Terror in der Gesellschaft. Das Stück ist ein Teil des 9-tägigen Intakt-Festivals. Kunst und Kultur kann sicher viel mehr als wie im normalen Leben, weil einfach, wenn man gemeinsam tanzt, wenn man gemeinsam was macht, die Grenzen einfach viel leichter verschwinden und keine Berührungsängste entstehen. Und mir persönlich ist es auch ganz wichtig, dass ein von der Gesellschaft angezeigter Nachteil oder eines Menschen eine Besonderheit in der Kunst ganz oft eine Fähigkeit ist, die sonst niemand hat. Ja, wir sind schon Profis, wir sind gut unterwegs zum Ziel kommen, aber müssen mehr Schritt üben und mehr konzentrieren bleiben. Mit dem Herzen denken. Einfach versuchen, mit dem Herzen zu denken und nicht zu viele Kopfbilder zu haben, sondern einfach versuchen, das einzuschalten. Denn die Grenzen, die das Miteinander verhindern, sind stets nur im Kopf.